Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen American Truckers Simulator Video. Freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Wir stehen hier noch in Bishop in Kalifornien. Und es ist mittlerweile Ewigkeiten her. Wir schauen mal einfach, wohin die Reise von Bishop aus weitergeht. Ich bin mir unsicher, was nochmal das Ziel war. Also genau, ach ja, das Ziel war, so viel Geld einzufahren, wie es nur geht, bis zur ersten Eventwoche, auch hier in ETS 2. Ich glaube, Montana habe ich rausnehmen müssen, weil es nicht mehr funktioniert hatte, irgendwie. Und ich wollte eigentlich bei dem Bild bleiben, um die Aufträge von hier mitzunehmen. Was haben wir denn da? Heidewitzka. Angebot ab in 20 Stunden. Wir sind schon in Fahrt, das könnten wir sogar alles noch in einem Tour schaffen. Raupenbagger dann bei Nacht durch die Sierra Nevada wahrscheinlich sogar. Schrottautos gibt es auch. Also ich habe die Mods auch noch aktualisiert, noch neu hinzugefügt. Auch die Spielversion sollte jetzt in der Datei drin sein, in der aktuellen. Wobei, ich schreibe lieber einfach mal unter in die Videobeschreibung, weil das kann sich dann ja immer wieder ändern. Link wie immer in der Beschreibung zu den Mods. Ich würde sagen, wir fahren dann einfach mal in Raupenbagger 21.980 Pfund von Bishop nach Red Bluff. Für 24.000 ist der Ach nee, Moment. Mein Fehler, ich will ja vom Preis pro Streckeneinheit. Das heißt, wir würden nicht dort lang fahren, sondern wir würden jetzt einfach mal durch Nevada mehr oder weniger fahren, von Bishop nach Jackpot in Nevada mit einem New Holland T9 560, 31.856 Pfund. 23.000. Ich musste mich hier nochmal nach Bishop teleportieren für 1.000, von daher passt das. 492 Meilen. Ich fahre jetzt einfach mal geradeaus rüber, ich bin Huckel. Und wir haben eine Mail. Was denn für eine? Neue Spezialtransporte. Weiter Unternehmen in Europa? Okay. Macht wenig Sinn. Aber mehr Spezialaufträge. Ist ja auch schon mal nicht verkehrt. Das Navi nochmal Auto machen, wenn es geht. Wir waren schon fast da. Bei der Frachtannahme. Wir fahren in den Tag hinein, mehr oder weniger. Immer noch im Mac Anthem. Es gibt auch noch viele weitere LKWs, die noch mittlerweile dazugekommen sind. International und so weiter. Werde ich vermutlich vielleicht auch nochmal hier im Profil holen, aber hauptsächlich dann wahrscheinlich eher in einem der Livestreams. Ich müsste sowieso nochmal einen Livestream machen zu Wyoming, glaube ich, weil ich in Wyoming ja noch nicht war. Aufgrund von Dingen. Von des Rechners. So. Aufträge. Der ist auch noch da, wunderbar. Ist dann New Holland T9 560, war das so? Ich glaube schon. Falls irgendwie noch irgendwelche bestimmten Mods
für das Profil gut finden würdet, schreibt das auch mal gerne in die Kommentare. Ah, ich muss echt versuchen, möglichst bald hier das Ganze mit dem, das ganze Setting mal ein bisschen anpassen. Da kommt sowieso nichts. Oh, etwas zu weit gefahren. Hoppla. Oh, really? Ja, schon mal gut los, ne? Geht ja echt schon gut los. Lange nicht mehr gefahren, wobei so lange eigentlich nicht wirklich. Ich bin ja erst kürzlich Autofix Mach 2 gefahren, aber okay. Muss ich vielleicht ein bisschen angemessener fahren. Nix, wunderbar, dann können wir ja fahren. 94 Meilen. Ich wäre schon gerne durch die Sierra Nevada gefahren, allerdings dann doch schon ein bisschen lieber gerne bei Tag. Von daher ist es gar nicht mal so verkehrt, dass der New Holland mehr Geld einbringt. Wieder ein Stoppschild. Und dann geht's, glaube ich, in die Farm, wir fangen, glaube ich, hauptsächlich Landstraße, oder? Ich glaube schon. Wir fangen, glaube ich, hauptsächlich über Highways und nicht über eine Interstate oder ein Freeway. Richtung Tunnelpark. Ich habe auch noch ein. Ich habe die Improved Trains Mod auch mal ein bisschen mit längeren Zügen bestückt. Mit bis zu 150 Waggons. Ich hoffe, das funktioniert. Ich hoffe sehr. Wenn nicht, dann ist es schade, aber dann ist es halt so. Und wir haben jetzt mittlerweile auch keine Grafikmod mehr drin. Weil die halt einfach nicht geupdatet wurde, seitdem es das neue Grafik-Update gab. Für ATS und für ATS 2. Jetzt kämpfen wir uns wieder den Berg hinauf. In unserem nicht wirklich getunten Mac Anthem. Wie gesagt, ich muss ein bisschen Geld einfahren, denn ich weiß ja nicht, wie ihr abstimmt, was die Abstimmung ergibt. Was dann die Eventwoche, die wir bisher immer noch nicht in ATS hatten, was die denn uns erwarten lässt. Da brauche ich ja eventuell ein bisschen mehr Geld. Wer weiß das schon, dass ich in die Hand nehmen muss. Das wird eine längere Fahrt auf jeden Fall. Die Fahrt, eine längere Tour, die wir auch in einem Video beenden werden. Wird halt eine lange Fahrt. Aber das ist ja vom Prinzip her auch nicht verkehrt. Das Einzige, was ein bisschen verkehrt ist, dass ich jetzt prinzipiell nicht genug Zeit habe, um ein bisschen vorzuproduzieren, aber vielleicht schaffe ich ja das dann nochmal zwischendurch so ein bisschen was einzuschieben. Zeit mehr zu nehmen und zu finden. Ach ja. Er ist schon ganz angenehm. Also so rund wie es jetzt gerade läuft, soll das eigentlich in jedem Spiel laufen. Mit dem Rechner. Das ist irgendwie nicht bei jedem Rechner. Also ich bei jedem Spiel so. Aber man hat jetzt noch eine Early Access Phase, von daher ist es auch noch vertretbar. Und verständlich. Auf 45 Miles per Hour mit dem
mit der Cruise Control, mit dem Tempomat. Weiter ist ja eher eine Cruise Control. Im Deutschen ja eher der Tempomat. Wir fahren einfach mal Strich 45 vom Tempomat her, weil ich meine, wir auch keinen Retarder drin haben. Aber ich bin mir da nicht ganz sicher mehr. Aber scheinbar haben wir einen Retarder drin, man hat ihn ja gehört. Weiter geradeaus. Wieder schön durch ein paar kleine Ortschaften durch. Weiter Richtung Tonopah, oder Richtung Eli, besser gesagt. Eli ist ja dann doch schon eher das ihre Ziel. Oh. Hier ist sogar so gesperrt, dass man zwingend hier durch die Waage muss. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, was so alles an Neuerungen dazugekommen ist. Hier in ATS und auch nicht in ETS 2. Ich habe mich damit null beschäftigt. Ich meine, warum sollte man sich damit beschäftigen, wenn man eh nicht die Möglichkeit hat, die Neuerungen sich eigenhändig anzuschauen. Dann gucken wir mal den Kollegen hinterher. Zu 400 Meilen noch. Vielleicht sollte ich mir noch mal was zu trinken holen. Wobei, vielleicht halte ich jetzt noch mal so aus. Oh, wir sind in Nevada. Wunderbar. Crossing border. Entering Nevada. Endlich in Nevada, da geht es nämlich ein bisschen schneller voran. Erst beim Grenzübertritt wieder eingefallen, was für stilistische Mittel ich hier noch zusätzlich noch dazu genommen habe. Um das Ganze ein bisschen zu verschönern, die Fahrten. Ich hätte schon fast vergessen, dass ich ja auch Grenzen per Sound habe. Ja gut. Natürlich schlängelt sich noch ein Fahrzeug hier mal dazwischen. Und RIP Geld, 900 Dollar. Vielleicht nochmal Rückspiel gucken sollen, aber ich habe irgendwie gedacht, ich hätte noch ein bisschen mehr Platz, aber der war ja doch ein bisschen näher dran als gedacht. Natürlich haben wir das Glück. Und da geht es auch schon wieder weiter. Eigentlich rundum leuchtet? Nee, ne? Haben wir nicht. Ich habe sie jetzt zumindest mal aktiviert, aber wir haben sie weder am Trailer noch am Truck. Am Truck sowieso nicht, da ist er noch komplett Vanilla. Komplett ungetuned. Komplett jungfräulich, bis auf ein paar Unfälle. Und dann können wir schon mal wieder beschleunigen, auch auf 70. Also das Schöne ist, dass wir zumindest jetzt nicht durch Nevada, nicht durch Kalifornien. Also klar, durch die Sierra Nevada zu fahren wäre natürlich schon sehr geil. Aber jetzt zumindest für diese Aufnahmesession, um es mal so zu bezeichnen. Auch wenn ich denke mal, ich nicht allzu viel jetzt aufnehmen würde. Ja, ich bin ja schon abgewärmt, ist alles gut. Einfach weil es schon mittlerweile so spät ist und ich vielleicht nochmal gleich ein bisschen Train Symbol 2 aufnehmen möchte. Um da ein bisschen was zu haben. Oh Gott. Ist ja doch schon gerade. Ups, langsam. Ich weiß auch gar nicht. Also ich glaube, das hätten wir gar nicht in einer Tour geschafft. So die Fahrt dahin. Da wären wir wahrscheinlich nochmal ein bisschen müde geworden. Unterwegs, kurz vorm Ziel.
wieder beschleunigen auf 70. Und Las Vegas ist mittlerweile schon ausgeschildert. Aber wir fahren noch an Las Vegas vorbei. Wir wollen ja Richtung. Wir wollen ja jetzt nach Jackpot fahren. Den bekommen wir nicht in Las Vegas diesmal. Weil wir durch eine Ortschaft durch Tonopah fahren wir durch. Waren wir auch noch nicht gewesen, ist ja interessant. Und ich denke mal, es geht nochmal gleich wieder runter auf 35, genau. Da war schon das Schild, was uns darauf hinweist, dass es gleich langsam vorangeht. Ich habe jetzt auch, was ihr auch sehen könnt, die echte Gasstation, okay, runter auf 25 sogar noch. Noch mit reingepackt, das heißt, wir würden wahrscheinlich auch einen Flying J haben und ein. Was war das? 67? Und was es dann nicht noch alles gibt. Decken wir noch Tonopah auf oder nicht? Das ist jetzt die interessantere Frage. Ich halte mich schon mal links, wir müssen da gleich links abbiegen. Müssen wir? Ja, müssen wir. Ich weiß gar nicht, ob ich auf dem Livestream-Profil, fällt mir gerade auf, auch ein Mac Anthem habe. Ich glaube schon. Ne? Ich glaube, ich bin da mit Mac Anthem zumindest schon mal gefahren, als er rauskam. Ich weiß nicht, ob er full-tuned war, aber nicht. Einfach mal mit Cruise Control so abgebogen. War ein bisschen riskant wahrscheinlich, aber ging in diesem Fall sogar noch gut. Aber das sollte ich vielleicht nicht beim nächsten Mal machen. Das war ein One-Time-Experiment. Beziehungsweise ich sollte es bei einem Einzelexperiment belassen. Ja. Junction ist auch schon ausgeschildert. Aber es ist doch schon eine etwas ruhigere Fahrt. Wenig Verkehr, viel natürlich durch die Nacht. Ich muss jetzt zugeben, ich bin sehr gespannt, wie ETS 2 dann wird im Aufnehmen, jetzt mit dem neuen Rechner, weil das hat ja dann doch schon häufiger mal, vor allem bei Stockholm, gehakt. War doch Stockholm, oder? Ja, Stockholm. Muss ich noch anderen Städten, aber ich bin mal sehr gespannt. Sollte ja prinzipiell jetzt nicht mehr der Fall sein. Weiter mit 70. Wir sollen um 9 Uhr dort sein wahrscheinlich. Okay, aber gegen 10 Uhr morgens zur Pacific Daytime. War doch schon ordentlich was zu ziehen, ne? Also wir haben schon ein paar Problemchen hier auf die 70 zu kommen. Hat zumindest ein bisschen gedauert. Aber Moment, habe ich dann. Dann müsste ja in dem Mac Anthem der Retarder eigentlich komplett standardmäßig drin sein, weil ich habe den ja eigentlich nicht getuned. Oder habe ich den zwischendurch getuned? Ist halt echt schwer zu sagen, was ich da nochmal getan habe, alles. In den letzten 14 Videos. Vor 9 Monaten. Oder sogar 10. Hm.
Ich weiß es auf jeden Fall nicht mehr. So viel steht fest. So viel steht zumindest fest, dass ich nicht mehr weiß, wie das war. Ich habe das Gefühl, ich könnte prinzipiell... Ich lasse es dabei. Ich spiele jetzt nicht ein Mikro rum, bevor ich nicht den Mikrofonarm und so weiter installiert habe. Weiter mit 70 Fragezeichen, Ausrufezeichen. Weiter Richtung Eli auf jeden Fall. Ach ja, ist schon schön. Also das Einzige, was mich jetzt wirklich interessieren würde, wir haben bisher noch kein Video dazu gesehen, aber ob es wirklich funktioniert hat mit dem Add-on, mit dem 150 Plus Waggon Add-on. Ich bin mal gespannt, also wir dürften dann echt ziemlich lange dann vor Bahnübergängen stehen, was natürlich sehr geil ist, weil es halt schon sehr, sehr realistisch ist. Dann schleicht es sich dann jetzt hier den Berg so hinauf. Ich muss die Bremse vielleicht noch mal ein bisschen anpassen. Scheinbar nicht gespeichert. Im Autosave. Wird das eigentlich im Autosave gespeichert? So die gröbsten Einstellungen wurden schon gespeichert. Ich musste eigentlich nur die Tastenkombination eigentlich ändern. Und das war's gewesen. Mal die Audioeinstellung, aber sonst eigentlich alles ungefähr wie gehabt. Boah, die Schleicher hier, ey. Haben wir echt keine andere Wahl, als mit unter 20 Miles per Hour den Berg hinauf zu uns zu schnaufen. Aber der Kollege hat offenbar ordentlich was zu ziehen. Sonst würde er nicht hier mit 15 Miles per Hour sich hochkämpfen. Das eine hier. Okay, nein. Das ist nur beim Convoy-Fahren. Also Convoy-Modus ist auch schon relativ nice, finde ich. Gefällt mir gut. Kommt am Sonntag das Video dazu. Steep Grades, ja super. So, da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Ich sollte spätestens in Jackpot tanken. Denn so bei den ganzen Bergfahrten mit 32.000 Pfund Gewicht haben wir doch schon gut was zu kämpfen. Beziehungsweise einen guten Spritverbrauch. Ich kann mal gucken, ob wir den Spielraum hier noch haben. Der reicht wahrscheinlich sogar nicht mal ganz bis dahin. Das ist natürlich ein bisschen belastend. Dann müssen wir nochmal unterwegs tanken. Bleibt uns nichts anderes übrig. Da haben wir 5,7 Gallonen pro 100 Meilen, glaube ich, die wir verbrauchen. Ich habe die Trip Distance nicht so gesetzt, fällt mir gerade auf. Mache ich dann, wenn ich dran denke, nachdem ich abgeliefert habe und dann geparkt habe.
Restplit hier wieder weitergestrichen. Ja, ich glaube, wir müssen auf jeden Fall nochmal vor Jackpot tanken. Ich hoffe mal, da ist eine Tanke. Auf dem Weg, gucken wir mal kurz auf die Karte. Ja. Ich denke mal, hier werden wir dann tanken. Bei der Interstate 80. Bei der Junction von der Interstate 80 und der. Ich weiß es nicht. Vielleicht im Highway 6, ich weiß es nicht mehr. Wenn wir dann schon früh genug noch sehen, was für ein Highway das ist. Schön in den Berg. In den Bergaufgang, genau. In den Bergaufgang hinein. In den Sonnenaufgang wahrscheinlich sogar hinein. Sonne dürfte wahrscheinlich hinter den Bergen dann hervorkommen. Ach, Nevada ist auch schon schön. Also, ich bin mal gespannt, wie Texas wird. Wobei, erst kommt dann noch. Glaube ich, was anderes? Oder kam das nächste Texas? Ich habe das echt nicht mehr auf dem Schirm. I'm sorry, aber. Bei Wyoming war ja schon draußen. Dann wird er wahrscheinlich, dann wird er als nächstes Texas kommen. Vielleicht das noch richtig auf dem Schirm zumindest. Wir haben es glaube ich runter. Ja, 55 Miles per Hour. Für die Durchfahrt hier. Und noch ein bisschen mehr. Das ist aber schon ordentlich ab hier, ne? Aber wobei, es war ja auch 40 eigentlich empfohlen. Da hätte ich es eigentlich erahnen können. Da fand es aber nochmal einen kurzen Zeitpunkt auf Interstate. Wie es mir den Anschein hat bei Eli. Auch mal den Eli. Richtung Twin Falls fahren wir. Food Service of America. Mit einer schönen URL noch hinten dran. Zumindest recht gut voran, weil halt auch rechts abbiegen erlaubt ist bei Rot. Aber jetzt haben wir sowieso eine Grünphase, von daher bricht sich das ja. So, Kurve ist gut genommen. Ich komme wieder rein. Okay, ich erinnere mich, dass hier glaube ich an der rechten Seite ein bei dem großen Backsteingebäude ein wie nennt sich das gleich noch? Ein Sonnenschirm war, der ein bisschen im Weg war, deswegen halte ich mich mal ein bisschen weiter links. Beziehungsweise ein bisschen mehr mittig. Schön, dass die Ampelphasen ein bisschen länger sind. Aber dann noch die Möglichkeit, Spur zu fahren. Offenbar habe ich das dann doch ein bisschen verwechselt. Da jetzt zumindest kein Sonnenschirm, den ich in Erinnerung habe, wo ich mir gegengerasselt bin. Kann ich mich wieder ein bisschen mehr rechts halten. Mehr auf meiner Spur. Warum fährt denn der jetzt rückwärts? Der doof ist.
mal ein bisschen mit Sicherheitsabstand, bevor er uns wieder hinten reinrollt. Also vorne reinrollt, selbstverständlich. Prinzipiell könnte ich vielleicht sogar morgen dann nochmal jetzt wieder aufnehmen. Aber wird, glaube ich, zeitlich sehr, sehr eng. Ich habe halt nur einen Puffer von einer Stunde und ich glaube, den würde ich wahrscheinlich sogar ausreizen. Von daher, knappes Ding. Vielleicht dann lieber doch in der Zeit dann ein bisschen Videos schneiden. So, ich gucke nochmal hier auf die Karte, damit wir auch wirklich Mensch, ich habe ja hier aufgeachtet. Dann sollten wir vielleicht doch sogar bei der nächsten Tanke halten und tanken. Dann wäre es vielleicht ja morgen angemessen, weil ich dann doch ein bisschen mehr schneide, weil ich habe dann noch lange Videos vor mir. Teilweise 1 bis 3 Stunden brocken. Ups. Die. Jetzt habe ich vergessen runterzuschalten, läuft. Aber da die grün. Da die gelb. Ich werde es deaktivieren, hallo. Gott. Einrastfunktion. Deaktivieren. Dankeschön. Also mal schauen, je nachdem, wie ich es noch heute schaffe, die Videos zu schneiden. Die ich noch im Hinblick habe. Ich glaube, das wird nichts. Es sind einfach so viele lange. Und die Zeit habe ich nicht effizient wirklich nutzen können. Die 2 Tage, die ich frei hatte. Gut. Gestern. Boostern lassen. Ist dann aber auch hingebummelt. So, Lampe wieder aktivieren. Ach ja, schön. Es ist auch vanillamäßig echt schön, die Landschaft. Wie gesagt, ich habe ja auch damals gesagt, dass ich, glaube ich, eine lange Zeit erst mit ohne Grafikmod fahren werde. Vielleicht werde ich sogar beibehalten. Bahnübergang. Schade. Schade. Kein Güterzug. Wie langsam wollen wir denn noch hier rüber eiern? Hallo, 45. Dann halt nicht. Auf der Highway 93 North. Also der Kollege könnte schon mal ein bisschen mit seinem Double Trailer ein bisschen mehr Gas geben, wo ich auch immer ankomme. Ja, schön die Skybox. Ist eine andere Fracht, würde ich vielleicht sogar überholen, oder welchen leeren Trailer hätte, aber wir belassen es einfach mal dabei und kriechen mit 30 Meilen in der 70er Zone hinterher. Gut, jetzt können wir hier nicht mehr überholen. Also wir haben keine Probleme aktuell, zumindest
was die Leistung betrifft, um den Berg hinaufzukommen mit höherem Tempo, aber okay. Wir schleudigen einfach mal auf 70, nachrüsten können wir immer noch. Und das müssen wir sogar wirklich, glaube ich, wieder auf 40 vielleicht. 35. Ja, der Motorradfahrer hat auch keine Lust mehr. Kann ich irgendwie nachvollziehen. Aber es ist auch gut, dass es halt in der KI auch Fahrzeuge gibt. Auch KI-Fahrzeuge gibt, die langsamer fahren. Dadurch soll jetzt noch der Dodge überholen, dann kann ich überholen. Menschen, das können das überhol doch. Okay, doch nicht, überhol nicht. Da kommt was von vorne. Ich habe nichts gesagt. Überholen wir mit. Was fährt denn der jetzt so langsam? Dann hol ich halt mit. Wenn ich vernünftig schalten würde. Ah. Jetzt können wir. Hätte ja noch gut geklappt. Besser als erwartet. Sah zwischenzeitlich ja nicht ganz so gut aus. So, gleich sollte die Tanke kommen. Oder ich sollte zumindest einen Weg geebnet haben. Ach genau, jetzt weiß ich wieder. So viel Kohle ranschaffen, dass wir uns eventuell sogar nicht nur für die, also genügend Kohle halt auch unter anderem für ein Dings, für die Eventwoche, aber auch eventuell genügend Kohle für einen zusätzlichen LKW, noch, dass wir uns dann noch einen Fahrer einstellen können. Das war, glaube ich, so auch ein Ziel des Ganzen. Und ich merke, es ist gut, dass wir nur noch 150 Meilen vor uns haben, denn der Mund, der wird langsam pappig. Ich muss auch erstmal wieder so in das Game reinkommen, in das Aufnahme-Game quasi, dass man vielleicht auch noch das ein oder andere zu trinken nochmal dabei haben sollte. Dann nimm die nächste Tanke. Das passt. Wir haben noch 100. Sprit für 100, wie viel Meilen? 163 Meilen. Das wird sogar noch ausreichen. Weiter Richtung Walls und Twin Falls, also Jackpot ist immer noch nicht ausgeschildert, interessanterweise. Wundert mich ein bisschen, ich hätte gedacht, es wäre schon viel, viel früher ausgeschildert. Wäre ein relativ moderner Bus. Würde mich auch interessieren, ob es in Amerika immer noch so die modernen Busse gibt oder immer noch eher so die älteren GMs, die man klischee-mäßig so kennt. Weil ich vermute mal doch schon etwas mehr modernisiert. Aber halt auch noch die alten Modelle. Vielleicht weiß das ja einer von euch, wie die Coachbuses da mittlerweile so aussehen. Wie verteilt das ist zwischen modern und postmodern. Bahnübergang. Ist da gerade kurz raus, als ob es. Ich vielleicht auch mit 35 überfahren sollen und nicht mit 53. Aber es sah gerade ganz kurz aus, als ob vielleicht die Schranken blinken runtergehen, aber.
diesmal noch nicht. Diesmal können wir noch nicht erkunden, ob ich die Mod richtig installiert habe und nicht. Und nicht, oder nicht, natürlich. Nur 7 Meilen noch. Ja, wir sollten halt vorher doch schon wirklich sicherheitshalber tanken. Sicher ist sicher. Man doch, glaube ich, auch bei den Beinböcken hat man gerade sehr gut die Federung erkannt, gemerkt. Also das ist schon ein nices Feature. Ja, die wird lang verstand. Müde sind wir auch gleich. Schon wieder langsamer voran. Waren ja auch eher so die Kurvenrichtlinie, die KI ist gut zu wissen. Ist natürlich nur empfohlene Geschwindigkeit, keine. Du musst jetzt 55 Miles per Hour in der Kurve fahren, aber die KI ist wohl so eingestellt, dass sie dem halt nachkommt. Wir sind auch schon gleich bei der Interstate 80 und tanken wir doch tatsächlich bei der Interstate 80. Wer hätte das gedacht? Dass die mir dann doch nochmal dort halten, wo ich ursprünglich halten wollte. Runter auf 30 wegen des Speed Limits. Ich mache aber hier immer eine Runde, um besser drauf zu kommen. Ja, wir turnen aber trotzdem left, denn wir brauchen nur Sprit. Ich weiß schon gar nicht, wie das Navi hieß. Ja, also da komme ich beim allerbesten Willen nicht an vorbei, Kollege oder Kollegin. Du solltest aber wissen. Das kann jetzt wieder ein bisschen dauern. Oder auch nicht. Ausholt. Vielleicht für den Trailer vielleicht sogar ausreichend. Ja, passt. Ich weiß gar nicht. Steigen wir mal aus und tanken. Ich weiß gar nicht, wie viel wir gerade tanken. 2,58 prinzipiell. Vielleicht. 3,95. Schade. Dann steigen wir wieder ein. Und starten den Motor und
Drehen vielleicht noch mal eine Runde um den Pudding. Na. Nach dem Van fahren wir dann. Drehen wir doch nicht um Pudding. Wunderbar, und dann fahren wir noch die restlichen 64 Meilen zur Abladestelle in Cat. Ja, nicht in Cat, sondern zur Abladestelle. Cat in Jackpot. So, Jackpot ist mittlerweile auch wieder ausgeschildert. Wie schön. Das war ein relativ kurzer Abschnitt jetzt nach Jackpot. Also wird es wahrscheinlich auch sowohl für ETS als auch für ATS, wenn dann die Map-DLCs dann draußen sind, die neuesten, dann auch wieder Streams zu diesen eben geben. Eventuell nur mit mir, eventuell auch im Konvoi, wer weiß das schon. Ach, stimmt, wir haben nur ein 10-Gang-Getriebe, da war ja was. Wir haben ja keine 18 Gänge. Beziehungsweise 12-Gang-Getriebe, 13 Gänge. Mit mindestens 2 Rückwärtsgängen. Ja, wie gesagt, ne, die Kurve empfohlen. 55 Miles per Hour, aber mit dem Tempo-Limit von 70 Miles per Hour auch locker machbar. Wir haben Schaden auf dem Trailer, habe ich gerade eben gesehen. Aber nicht auf der Fracht, das heißt... könnte trotzdem Geld abzugeben. Machen wir doch selbstverständlich. Sind wir auch gleich schon in Jackpot, wo wir bereits sogar schon waren. Bisschen zu gut, finde ich. Aber auch eine gute Sache, wenn man dann doch mal mehr in die Eisen gehen muss. Die restlichen Zeiten kann man dann ja anders runterbremsen. Sogar ein bisschen Platz, dann können ein bisschen mehr über den Dings fahren. Über den Hof, so gesehen. Dann fahren wir der Polizei hinterher. Hätte ich doch noch ein bisschen mehr ausholen sollen. Und
ganz am Ende der Straße ist dann unser Ziel und dann kriegen wir auch unsere 23.000 und sind demnach auch schon bei über 100.000. Sehr schön. Oh, ja, das muss wehgetan haben. Und sogar mal eine angenehme Abladeschnelle. Beispielsweise hier die automatische Abladefunktion ist nicht mit drin. Die wurde übernommen vom Autosave, von daher. Das muss doch ein Stück. Wunderbar, dann laden wir mal ab und kassieren das Geld und legen uns dann nach. Chief and Progress Leave No Branch Behind, 2 von 3, okay. Ausgezeichnet New Holland T9560 von Bishop nach Jackpot geliefert. Gefahrene Strecke 498 Meilen, Dauer 11 Stunden 23 Minuten. Verbrauchter Kraftstoff 94 Gallonen. Wir haben dafür bekommen $23.102 und 1497 Erfahrungspunkte. Und dann fahren wir mal in Jackpot Ship. Bei Jackpot geht es ja jetzt auch weiter. Twin Falls und so weiter. Oh. Ja, ich erinnere mich. Na gut, ist ja um die Ecke der Schlafplatz. Dann fahren wir nochmal eben zum Schlafplatz hin. Da sind sie, die 100.000, sogar fast 102.000. Oha. Das ist eine Ladung. Die wir prinzipiell auffahren können. Ich habe ein paar Oversize Trailer Pack reingepackt. Stimmt, ich erinnere mich. Jetzt, wo ich es gerade erwähne, erinnere ich mich. Ich wollte. Ich habe auch ein Militär-Cargo-Pack hier drin, das wollte ich aber erst nutzen, also die Aufträge erst dann annehmen, wenn wir wie viel war das höchstmögliche von der Bewertungsskala 25? Weil wenn wir die maximale Bewertungsskala haben. Weiß es gerade gar nicht. Wir sind bei 2,5, okay. Ist das vielleicht 5? Ich weiß nicht. Muss ich hier nochmal in einer Profil nachschauen. Aber das wollte ich dann erst annehmen. Vielleicht dann. Vielleicht dann eine Stufe drunter dann die gesonderten Aufträge. Wir können ja mal schauen, was wir eventuell von Jackpot aus dann fahren werden. Wenn das dabei so bleibt, dann fahren wir einen Raupentraktor nach Ontario. Kurze Fahrt. Würde sogar annehmbar wäre sogar annehmbar. Je nachdem, falls sie dann noch ist, nachdem wir geschlafen haben. Nein, ist sie nicht. Keiner von den Aufträgen ist dann da. Heißt, ich lasse mich dann komplett überraschen, was dann uns von Jackpot uns hier wegführt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich hoffe, sehe ich euch dann im nächsten American Truck Simulator Video wieder oder im anderen Video hier auf dem Kanal. Macht's gut und bis zum nächsten Video. Tschüss!